Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer neuen Box von Brilliant Classics, die wir heute zusammen auspacken wollen. Heute geht es um das Werk von Georg Philipp Telemann und selbstverständlich kann es sich gar nicht um eine Gesamtbox handeln, nicht um ein Gesamtwerk wie bei Bach, Mozart oder Chopin. Nein, nein, es handelt sich hier um eine 50-CD-Box und ganz ehrlich, Georg Philipp Telemann, der hat eine so lange Schaffensperiode gehabt. Der hat hier, hier steht es auf der Rückseite, auch gelebt von 1681 bis 1767, also er ist vergleichsweise alt geworden und er hat so viel zeitlebens komponiert, so viel geschrieben, so viel Musik gemacht. Leider ist eben ein Großteil davon verloren gegangen. Also ich behaupte jetzt einfach mal schätzungsweise, dass vielleicht, keine Ahnung, 10-20% von dem, was er wirklich gemacht hat, noch bekannt ist. Und der Rest ist inzwischen nicht mehr verfügbar. Der ist verschollen, verloren gegangen, wird wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Ich denke mal, wenn man wirklich ein Gesamtwerk, also wenn es verfügbar wäre, die ganzen Partituren und so weiter, wenn man das dann aufnehmen würde, würde man einige solcher Boxen hinkriegen. Ne? Und nicht nur eine mit 50 CDs. Also er hat wesentlich mehr als Bach gemacht und man könnte Händels Werk auch noch dazu nehmen. Das würde man noch nicht ausreichen. Also der Telemann hat wirklich sehr, sehr viel gemacht. Aber es war eben, ja, leider Schicksal, dass eben damals so viele Künstler über lange Zeit ja dann auch vergessen worden sind nach ihrem Tod und erst dann später ja, zurückgeholt wurden sozusagen aus der Versenkung. Naja, gucken wir einfach mal rein. Diesmal alles schön hier in Orange. Sieht nicht nach einer farblichen Unterteilung aus. Okay, wir haben Instrumentalmusik, Keyboardmusik, also wahrscheinlich Klaviermusik und Choralwerke und dramatische Musik steht dort oben im Deckel, kann ich lesen. So, dann haben wir jetzt hier wieder ein Booklet, diesmal ist eins bei. Irgendwie habe ich in der Heidenbox beim letzten Mal eins vermisst. Ich weiß noch nicht, was da ist. Vielleicht, ich werde da aber mal hinschreiben. Ne? So, dann haben wir jetzt hier natürlich wieder ja, das Booklet, der Text hier mal wieder auf Englisch. Wie eigentlich bei jedem dieser Booklets, sollte kein großes Problem sein. Über sein Leben, über seine Musik, Tafelmusik, Ouvertüren hier. Genau, da steht relativ viel drin. Das Booklet ist jetzt eigentlich unangemessen kurz, 10 Seiten, aber na gut. Ja, hier haben wir ein bisschen Werbung. Diese vier Boxen haben wir inzwischen alle schon geöffnet. Ne? Mozart, Bach, Schubert, Vivaldi. Ach, das waren ja die ersten, die wir praktisch so geöffnet haben. Also das ist alles inzwischen bekannt. Ja, gucken wir auch hier mal kurz rein. Damit hier, ja, auch relativ bekannt gestaltet, sage ich mal so, genauso wie die Außenhülle auch. Musik de Table 1, also Tafelmusik, oder Table muss man ja sagen. Wieso steht das jetzt auf Französisch hier drauf? Das verstehe ich eigentlich nicht. Aber gut. Ich weiß gar nicht, ob diese Gedenktafel für Telemann in Hamburg da beim Rathaus noch ist. Ich bin ja gebürtiger Hamburger. Eigentlich müsste ich da mal wieder hin und mal nachgucken, ne? Hier sind ganz viele Ouvertüren drin. Ja, achso, gucken wir uns noch die Rückseite an. Die Rückseite und natürlich auch eine der CDs. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier steht jetzt, aufgenommen 2003. Also jetzt kann doch keiner mehr behaupten, dass das so uralte Sachen sind. 2003 ist noch nicht so lange her. Es ist immerhin dieses Jahrhundert und dieses Jahrtausend. Die Box ist selber von 2015. Und aufgenommen wurde das hier in den Niederlanden. Okay, achso, deshalb ist das vielleicht jetzt auch nicht auf Deutsch hier draufstehen. Ja, hier haben wir eben Tafelmusik drauf und so ein bisschen was. Ja, alles klar. Gut, ich nehme mal an, die CD ist wieder, ja, wieder sehr, sehr einfach gestaltet. Eben nur weiß mit den allernötigsten Informationen. Okay, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so das Wichtigste. Die CDs können gerne so einfach gehalten sein. Gut, ja, gucken wir hier auch nochmal kurz, um nochmal zu sehen, was hier so alles drin ist. Ne? Also hier sind ja viele hier Kantaten und so weiter. Harmonischer Gottesdienst 2. Hier steht jetzt wenigstens mal alles auf Deutsch drauf. Okay, ja, vielleicht hat er es auch selber. Ich weiß es nicht. Jauchze, Jubilier und Singe. Ja, viel Kirchenmusik auch. Ganz klar. Ja, Telemann hat natürlich viel auch Kirchenmusik und geistliche Musik gemacht, ganz klar. Aber er war eben auch derjenige, der im Gegensatz zu so jemandem wie Bach auch sehr, sehr bekannt war, national auch. Ne? Während Bach ja eher so lokal gewirkt hat, habe ich ja damals schon erklärt. Ja, hier steht nochmal drauf, was da nun so alles drauf ist. Zwar nicht, auf welchen CDs das ist, finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber gut,
So soll es dann sein. So sieht Box unten aus, so oben. Ja, also ich bin mal wieder recht zufrieden mit dem Produkt. Was soll ich anders dazu sagen? Mir gefallen die Boxen ja alle. Und ich bin froh, dass ich nun diesen Komponisten jetzt auch endlich in meiner Sammlung habe. Es hat ja jetzt etwas gedauert. Ja, beim nächsten Mal wird es dann mit Antonín Dvořák weitergehen. Mit dessen Box, die ist dann auch ein bisschen schmaler, 45 CDs. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei diesem Unboxing dann auch wieder dabei seid. Und ich verabschiede mich erst einmal von euch und sage bis zum nächsten Mal und ciao.